Als der Staub sich schließlich gelegt hatte, sah man von Augustine nur noch ihre Augen, die aus der Betonhülle herausschauten. Die Wut, in der sie noch kurz zuvor erfüllt waren, war jetzt etwas Neuem gewichen. Furcht. Wir hatten alles zerstört. Ihre Festung, die Armee, die sie aufgestellt hatte. Die Zukunft, die sie geplant hatte. Schon bald würde es die ganze Welt erfahren. Sie hatte versagt. Zur Strecke gebracht von einem Gamer, einem Junkie und einem Rowdy aus der Kleinstadt. Die Menge jubelte, als Augustine weggebracht wurde. Vor alledem hätte niemand geglaubt, dass Menschen und Conduits zusammen leben können. Jetzt läutete ausgerechnet ich ein neues Zeitalter ein. Und die Conduits, die jahrelang in Curdon Cay eingesperrt gewesen waren? Sie würden bald wieder frei sein, um ihr eigenes Leben zu leben, um ihre Zukunft selbst zu gestalten. Was mich betraf, ich hatte bekommen, was ich wollte. Und jetzt? Jetzt musste ich ein Versprechen einhalten. Betty. Dalton. Du bist hier. Es ist weg. Ja. Alles ist weg. Versprochen ist versprochen, oder? Und die anderen? Du bist die Erste. Ich bin erst angekommen. Du bist mein Retter, Dalton Rowe. Wir sind da komisch. Wir schützen unsere Leute, stimmt's? Wo ist Reggie? Reggie. Hat mich gerettet. Ich liebe dich, Bruder. Und ich werde dich vermissen. Augustine war mit einem Plan nach Seattle gekommen. Sie wollte Furcht, Panik und Chaos verbreiten. Selbst als Heldin dastehen. Doch ihr Plan wurde vereitelt. Von Monstern, die sie geschaffen hatte. Von Fetch, Eugene und mir. 2 Wochen lang hatte Augustine Seattle in der Hand. Jetzt waren wir dran. Und wer sollte uns schon aufhalten? Und die Unmengen von Conduits, die Augustine in Curdon Cay Station eingesperrt hatte? Ich werde jedem einzelnen von ihnen beim Hinausgehen die Hand schütteln. So viele verschiedene Kräfte, alle an einem einzigen Ort. Das wird ein richtiges Fest für mich. Aber zuerst musste ich mich um ein Versprechen kümmern. Hey, ihr komisch Nation! Der Lokalheld ist zurück! Betty, hallo. Wow. Langsam. Was? Ich bin hier, um alle zu retten. In den Nachrichten haben sie alles gebracht. Ich habe alles gesehen. Okay. Hör zu. Ich habe gesehen, wie du Dutzende von Unschuldigen umgebracht hast. Was hätte ich denn tun sollen? Okay. Nichts und niemand sollte mich abhalten, wieder zu dir zurückzukommen. Ich wollte alle retten. Wir sind akomisch. Wir schützen unsere Leute, oder? Hey, ganz ruhig. Du entehrst unseren ganzen Stamm. Du entehrst unsere Vorfahren. Und du entehrst das Andenken an deinen Bruder. Du bist keiner komisch. Nicht mehr. Du... Alle anderen hier, ihr sterbt,
ohne mich. Oder habt ihr das vergessen? Das haben wir nicht. Und wir werden es nie vergessen. Ja, das war's. Infamous, Second Son. War schon irgendwie cool. Doch irgendwie ein sehr geiles Game. Ja, was soll man groß sagen? Bombige Grafik, coole Figuren. Schade um Reggie. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird mit Infamous, aber ich wette, wir werden noch andere Teile sehen. Ich würde dem Spiel 8,5 von 10 Punkten geben, denn ich fand die Story ein bisschen zu kurz. Das Ende kam auf einmal rein, ohne dass man es irgendwie hat kommen sehen. Ansonsten alles wirklich tadellos. Grafik, Stimmen, Sound, Musik. Alles einfach nur genial. Jetzt gerade ist die Musik ein bisschen laut. Ich hoffe, man versteht mich. Wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Wie immer, danke fürs Zusehen, Leute, und tschüss!